Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of Mordor, wo wir kurz davor stehen, einen weiteren Häuptling hoffentlich zumindest zu töten. Das hatte ich zumindest in der letzten Folge gesagt, dass wir damit weitermachen. Und so soll es auch sein. Das heißt, wir werden... Wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir denn hin? Hatten wir überhaupt schon einen markiert? Schauen wir mal. Saurons Armee. Wir hatten, ich weiß, wir hatten alle hier schon mal entdeckt. Redback sollen wir ja nicht töten, das ist ja unser Auftraggeber. So, nehmen wir Thors Espenlaub. Der sieht am Fernkämpfer aus. Macht 10. Oder nehmen wir Nakra, der Hungrige. Er sieht sehr stark gepanzert aus. Sieht jetzt, muss ich sagen, etwas schwerer aus. Und er sieht auch nicht so... Ja, komm. Ich bin heute mal... Ich wage mich mal an den. Der sieht am schwächsten von denen aus. So, er gerät in Panik, wenn er brennt. Er gerät in Panik beim Anlegen von einem Karagor. Okay. Er hasst Ghule. Immun gegen Schleichen. Kann nicht durch Schleichausschaltmanöver verwundet werden. Blockt Versuche ab, über ihn zu springen. Doof. Grausame Waffe verursacht tiefe Wunden. Kann Angriffe umlenken. Schwerer zu töten. Möglicherweise ein Todesstoß notwendig. Okay. Heilt sich kontinuierlich und schnell. Wir markieren ihn als Ziel. Wir auf die Karte. Wo lebt denn der Gute? Da unten. Das heißt, wir sind gerade hier und können doch... dahin mal eine Schnellreise machen. So. Sind wir schon in richtiger Blickrichtung. Springen hier runter. Da geht's. Oh, da ist direkt eine Karagor. Ah, greifst du uns an? Ja. Oh Mann, ich drücke mal. Jetzt haut er ab, oder was? Naja, dann... Nee, er will doch mal. Aber diesmal habe ich richtig gedrückt. Aber diesmal hatte ich auch so einen Zeitloop-Effekt. Wenn ich im Angriff bin, kann ich nicht mehr Leertaste drücken. Ja, das ist, oh, da muss man... Hatte ich auch noch nicht, dass man da mehrfach drücken muss. Okay, ist schon mal gut los. Ist er jetzt erledigt? Okay, das sind Uruks. Folge geht gut los. Ich heile uns erstmal. So. Ja, dann gucken wir, dass wir möglichst schnell da mal hinten hinkommen zu dem... Der Hauptmann ist ganz nervös. Sagt, er hätte Ghule in der Nähe gewittert. Ich weiß, der andere wird uns sehen. Aber... den mit dem Schild möchte ich loswerden. So, bevor du Alarm schlägst... Du siehst uns nicht. Du siehst uns einfach nicht. So. Jetzt holen wir uns den jetzt auch noch. Zack! Da sind wir nämlich noch einen Fernkämpfer los. Einen mit Schild und so. Das macht es uns hoffentlich ein bisschen einfacher, wenn wir jetzt den Auftrag hier aktivieren. So. Entehrt. Auftrag starten. Demütige Thors Espenlaub, indem du seine Unterstützer vor Schrecken fliehen lässt. Ob wir das hinbekommen, weiß ich noch nicht. Der Häuptling herrscht mit Angst über sein Gefolge. Das ist ja doch gar nicht das anders aus. Aber wir zeigen ihm, was wahrer Schrecken ist. Drücke E, um einen Feind vor Elbengeschosse aufzuzehren. Sobald sie aufgezählt wurden, fliehen sie vor Angst. Ah, müssen wir E gedrückt halten dann. Aber der sah doch jetzt ganz anders aus, der Typ. Was sollte das denn? Oder sind das... Nee, sind einfach die Markierungen. Das war einer von den gelben Markierten. Der Hauptmann sagt, das schleichen ganze uns mal an den anderen ran. Damit uns nie die Vorräte ausgehen. Er sagt, das einzige Grün, das er sehen will, sollen die verrottenden Leichen der Sklaven sein. So, aufzehren. Das haben wir lange gedrückt haben. So, und jetzt haut er ab, oder was?
anderen! Okay, jetzt müssen wir erstmal hier gucken, dass wir die Schildtypen loswerden. Das könnte sich wieder als tricky herausstellen, muss ich sagen, die jetzt alle fliehen zu lassen, vor allem wenn die hier alle gleichzeitig gegen uns kämpfen. Ich weiß nicht, ob das so... Obwohl, einen haben wir von fünf, okay. Aber da wird es so lange aufladen müssen. So, du interessierst dich gerade mal nicht mit deinen Informationen. Okay, oh, das ist der eine, ist ein Berserker. Oh, ich hab doch Pontan gedrückt. So. Okay, gucken wir mal, ob wir hier noch rauskommen. Du wirst niemals überleben. Haben wir irgendwas zum Heilen in der Nähe? Nicht wirklich, ne? Wir sind erst hinter diesen Felsen. Oh, oh, Fernkämpfer. So, die sind relativ schnell, muss ich sagen. Hat noch gereicht. So. Du bist nichts gegen uns. So, okay, mit dem Schild und die Hinrichtung. Sehr schön. Die Frage ist also, selbst wenn wir nur noch die gelben übrig haben, glaube ich nicht, dass wir einen wirklich aufzehren können. Das dauert dann, glaube ich, doch zu lange. Oh. Habe ich zu lange die rechte Maustaste gedrückt. Ich zünd das Leuchtfeuer. Nee, du zündest hier gar nichts an, mein Freund. Gar nichts zündest du an. Entzünde das Leuchtfeuer! Noch einer, der jetzt ein Leuchtfeuer macht, oder was? Ich sehe keinen gerade. Zünde das Leuchtfeuer an! Oh Mann. Oh, ich wollte dich doch kontern. Oh. Ich probier's jetzt. Wir stehen hier. Nee. Wir werden so weit. Oh, da hab ich sogar Leertaste gedrückt zum Informationen sammeln. Das war noch blöder. Aber es mit dem E hat auch nicht funktioniert. Oh. Na ja, toll. Das ist schon das zweite Mal, dass wir. Denkt an, Karagor war das erste Mal. Wir müssen aufpassen. Ey. Hier betäubt. Ich hab Leertaste gedrückt wie ein Bekloppter. Einmal dürften wir noch, ne? Wir hatten das ja geskillt, dass wir das jetzt dreimal dürfen. Oh, der hat aber direkt kassiert. Sehr schön. Ah, Mist. So, mal gucken. Wir müssen uns noch irgendwie heilen können. Da ist noch irgendwas Weißes angezeigt. Ist das oben drauf? Auf dem Felsen? Wir werden dich da finden. Mhm. Da kann ich gar nicht hochblättern. Aber hier, oder? Okay, die werfen dann auch noch Sachen auf uns. Eh! Lass dich fallen. Also. So. Dann sind wir zumindest schon mal wieder. Ist da jetzt ein Einzelner auf der Rückseite? Das wäre natürlich herrlich. Tatsache. Aufzählung. So. Dann haut der nämlich ab. Oder? Ja, der haut tatsächlich ab. Okay, der ist jetzt auch alleine. Da drüben! Können wir sogar noch Informationen sammeln? Warum nicht? Ja, nehmen wir mal hier einfach irgendwen. So. Ludgasch, Kiefersperre. Alles klar. So, dann war's das für den aber auch.
Schwupp. So, da ist noch einer. Jetzt können wir sie nämlich einzeln aufzehren, wenn die... Na, uch. Ich will dich packen. So, packen. Und E drücken. Geht's überhaupt noch? Nee, der ist dadurch gestorben. Ich habe mich schon gewundert, warum diese Anzeige rot ist. 3 von 5 haben wir jetzt. Können wir noch mehr? Ja, da sind noch mehr. Ich glaube, alle gelben Pfeile auf der Karte können wir aufzehren. Es ist jedes Mal ein Hochgenuss, wenn ihre Speere sich durch ein paar Köpfe bohren. Dann geht das. Dann kriegen wir das noch voll mit den 5. So. So. Tschüss. Hau ab. Ich sollte da weniger trinken. Der. Mein Verstand spielt mir Streiche. Ja, ich glaube auch. Ja, der sieht uns. Dann packen wir uns den einfach so schnell. Ah, schnell packen. Schnell packen. Jawohl. Thors Espenlaub ist erschienen. Da ganz hinten. Okay, besiege Thors. Greifst du dich jetzt ernsthaft an? Da alleine? Na ja. Na dann. Tschüss. So. Ne, nix Leuchtfeuer hier. Nix Leuchtfeuer. Kannst du mal schön knicken. So, Thors. Menschen. En garde. Ihr Feiglinge. Er ist bloß ein Mensch. Und alle Menschen bluten gleich. Ja, so wie Orks. Beziehungsweise Uruks. Also komm her. Oh, ich kann ich keine Combo machen? Doch. Zählt zumindest ein bisschen. Ah, jetzt, ich hatte mal bei 7. Ey. Jetzt fängt er von vorne an. Nix Leuchtfeuer. Nee. So haben wir nicht gewettet. So, Hinrichtung. Kontert der also. Verstehe. Ganz sicher nicht. Er flüchtet. Okay, auch was Neues. Ja, flüchten. Dachtest du, ich würde schreien? Fliehen! Vielleicht. So, dann tschüss. So. Teile und herrsche Errungenschaft freigeschaltet. Macht plus 10. Thors Espenlaub gestorben. Sehr schön. So, dann sammeln wir das hier auf. Schnell. Jezorn, ich Chance für 23% bei einem kritischen Treffer 5 Munition zu halten. So, und das sammeln wir auch. Die Nahkampfschaden der mittleren Treffserien werden 15 bis 29 um 21%. Okay, gut. Ja, das ist eigentlich ganz vortrefflich gelaufen, muss ich sagen. Ich bin dann doch zufrieden damit. Wir können mal schauen. Wenn wir jetzt da hochklettern, können wir hier hoch, ja. Irgendwie nicht so hoch, wie ich das gerne hätte. Oder? Reicht das schon? Weil ich sehe dieses Artefakt da. Artefakt. Hier hoch. Snagok Schwarzherz entkommen. Der war wohl darunter auch, unter denen, die uns angegriffen haben. So, haben wir hier... Moment. Was war das? Ist das hier oben drauf dann? Das Artefakt? Ein guter Hauptmann kennt keine Furcht. Nur so hältst du das Gesicht. Identifizieren? Wen haben wir denn da? Noruk. Noruk, der Beobachter. Okay. Na dann. Wo ist denn das Artefakt? Mal, dass wir alle umgebracht werden, sobald wir fertiggestellt haben, was die Orks brauchen. Das kann schon sein, ja. Ist das hier drunter? Dann werde ich die Dinge halt etwas schlankiger bauen. Ja, da. Okay. Sehr gut. Aufsammeln. Was finden wir hier? Modriger Foliant. Dieser Almanach ist in Leder gebunden und scheint über 100 Jahre alt zu sein.
Bei den darin enthaltenen Schriften handelt es sich um historische Erzählungen, Gedichte und Übersetzungen aus ganz Mittelerde. Er enthält alte Werke aus den großen Reichen Gondor, Arnor und Numenor und sogar einige Lieder der weit entfernten Halblinge. Der sonderbarste Eintrag ist das Klagelied, ein Gedicht in Versform, dessen Ursprung seit vielen Jahren von den Gelehrten heftig debattiert wird. Einige mutmaßen, dass ein Verfasser, ein Ent, ein Hüter der Bäume gewesen sein könnte. Jetzt noch den Punkt finden, den wir hier. Da, okay. Erinnerung abspielen. Ist das Arthelas oder Hedlas? Warum finde ich nichts in diesem Almanach? Nun, es gibt nur einen Weg, sicher zu sein. Ross. Und jetzt warte ich. Entweder heilt das mein Fieber, oder ich bin in ein paar Sekunden tot. Nichts davon wird passieren. Man muss es zerreiben, damit es seine heilende Wirkung entwickelt. Du, die Ausgestoßene. Ich bin Aaron. Ich bin nie dazu gekommen, euch zu danken, Waldläufer. Von eurer Art gibt es nicht viele am Schwarzen Tor. Die Pflicht erstickt hier meist jegliche Güte. Darum bin ich auch desertiert. Ich bin Hirgon. Ja, das ist der Hirgon, der ja auch, den wir auch schon kennengelernt haben. Ich versprach Ioret, dass wir eines Tages nach Anduin reisen würden, wenn dir Hael erwachsen ist. Wir wollten zusammen dorthin und die Säulen der Könige sehen. Hoffentlich können Hirgons Leute entkommen. Ich weiß nicht, wo du deine Familie wiedersehen wirst. Das Ende der Menschen lässt sich mit dem Blick der Elben nicht erkennen. So, die südliche Schwarze Straße. Was haben wir denn hier? Der Sturm des Krieges. Auftrag starten. Die Diener des dunklen Herrschers waren in ganz Udun verstreut. Dazu bestieg er seine Bestie, um seine Gegner nah und fern niederzustrecken. Form die Legende des Bogens Asgard. Annehmen. Was müssen wir tun? Reite den Karagor. Beherrschen. Okay. Einführung Karagor beherrschen. Bewege das Symbol mit was ist deine Kreisel und drücke dann die Angst, das um zu beherrschen. Ja. So, finde den Uruk-Spähtrupp. Auf dem Rücken des Karagors. Drücke zum Angreifen. Linke Maustaste. Drücke zum Beißen. Rechte. Halte gerechte Gedröst zum Fernkampf. Shift. Einen Angriff von oben auszuführen. Dann steigst du ab. Dann können wir nicht sprinten oder so? Doch. War wieder mein Fehler, zu versuchen mit Shift zu sprinten und nicht mit der Leertaste. Schließe den Auftrag innerhalb von 5 Minuten ab. Den wirklich nur finden müssen, ist das ja kein Thema, aber... Ja, 0 von 10. Töte die Uruk-Speer. Durch Pfeiltreffer vom Rücken einer Bestie aus. Oh Gott. Ich habe keine Elbengeschosse mehr. Kann ich die vom Rücken hier einsammeln? Nee, irgendwie nicht. Das heißt, ich muss jetzt ernst absch... Ist das dann trotzdem... Komme ich da nicht dran, toll. Aber es bleibt anscheinend unser... Hab ich doch eingesammelt. Es bleibt unser Karagor, das ist auch gut. Ach was, und jetzt,
Müsste da wieder 2000 Fuß hinreiten, okay. Vier von zehn? Wenn sie nicht fünf gewesen wäre, dann wüsste ich, dass es da der letzte Trupp ist. Scheint, glaube ich, nicht so zu sein. Dann könnte das mit den 5 Minuten vielleicht auch noch knapp werden. Vor allem, wenn ich den falschen Weg reite. Obwohl, es geht. Aber, glaube ich, egal. Jetzt wüsste, wo ich lang muss. Kannst du hier runterspringen? Ja. Okay. Schon wieder keine Elfengeschosse. Hier hinten. Da. Sammelt ihr die doch so ein? Wenn ich hier mal vorbeigehe nur? Ne, nur wenn ich absteige. Komm. Wir brauchen noch einen zweiten anscheinend. Okay. Nochmal 2000 Fuß. 2 Minuten noch. Okay, der kann da hochklettern. Interessant. Ja, holt mal Verstärkung. Bis dahin bin ich über alle Berge. Hoffentlich. Muss ich noch Pfeile finden. Ich glaube, ich habe nur noch einen Schuss. Und dass der hier hochklettern kann. Ja. Pfeile. Oh Gott, hier sind ein bisschen viele. Eine Minute. Irgendwo schnell erreichbare Pfeile oder muss ich jetzt wirklich mit dem Karagor da hoch? Okay. Es geht. Die Bleichhaut ist längst weg. Da drüben hat sich ein Verlust. Nein, 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 nein. Ach, das war's schon. Okay, okay, okay. Prima. Na dann. Sind wir wieder bei unserer üblichen Quest, tötet die Hauptlinge. Aber, ja, während ich mich hier vom Acker mache, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Schaltet beim nächsten Mal doch wieder ein, wenn es euch gefallen hat. Und lasst mir in dem Fall auch einen Daumen nach oben da unter diesem Video. Das würde mich freuen. Und dann schauen wir mal, ob wir den letzten Hauptling in der nächsten Folge erwischen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.